Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 60 Seconds Reatomized. Wir legen wieder los und gehen wieder in den Bunker. Wir spielen als Ted und diesmal würde ich sagen, probieren wir mal auf schwer. Oder? Wir probieren mal auf schwer. Zarbombe. Das wird hart in die Hose gehen. Das weiß ich jetzt schon. Aber was soll's. Wir geben unser Bestes. Der Bunker ist auf der anderen Seite. So eine Scheiße. Timmy, Gewehr, rein da, Töchterchen, rein da, Frauchen, Suppe, rein da, was auch immer das da ist, direkt rein da, Koffer, Wasser. Nein, das war die Mundharmonika. Ich wollte das Wasser haben. Rein da. Insektenspray. Das da. Das da. Rein da. Ach, fuck. Okay. Scheiße. Ich habe zu wenig Wasser dabei. Und keine Medizin gefunden. Ah. Das waren ein paar wichtige Sekunden, die verschwendet wurden dadurch, dass ich gedacht habe, ich starte vor dem Bunker und nicht vor dem Badezimmer. So ein Mist. Okay, Tag 1. Wir haben nicht viel. Wir haben überhaupt nicht viel. War in dem Koffer denn nichts drin? Ich sehe nichts Besonderes. Wir haben nur 2. Und keine Gasmaske. Oh, furchtbar. Das wird furchtbar. Nur eine Sekunde vor der Explosion in den Bunker geschafft. Wir alle. Das war knapp. Solange wir zusammen sind, kommen wir hier unten klar. Dosensuppe soll ja ziemlich gesund sein. Ja, okay. Wir haben gerade genug Wasser für alle. Wir werden es strikt rationieren müssen. Das stimmt allerdings. Hier unten sicher zu sein, ist deutlich besser, als draußen zur Asche zu werden. Aber natürlich wollen wir trotzdem gerne raus. Vielleicht können wir bald mal spazieren gehen. Die Nachbarschaft ist seit den Bombenabwürfen bestimmt viel friedlicher. Vielleicht. Wir können für uns selbst sorgen. Geht allen gut? Oh Mann, das wird... May Jane war immer fröhlich, aber in letzter Zeit ist sie etwas niedergeschlagen. Vielleicht weil eine Bombe aufgeschlagen ist, die alles vernichtet hat? Sie vermisst den Musikunterricht. Sie summt ihre Lieblingslieder und imitiert den Klang einer Tuba. Sie sagte, sie wolle wieder spielen und wenn es das Letzte sei, was sie tue. Was es wohl auch wäre, wenn wir sie aus dem Bunker ließen. Wenn es ihr aber ein Lächeln auf ihr erschöpftes Gesicht zaubern würde, sollten wir sie vielleicht kurz rauslassen. Okay. Das war ein Fehler. Das ist ein Fehler. Sie wird sofort krank werden, richtig? Sie wird bestimmt direkt krank werden. Oh mein Gott, sie ist nicht zurückgekommen. Wo ist sie hin? Ich war überglücklich, als wir sie nach ihrer Tuba suchen ließen. Sollte sie das Instrument nicht finden, wolle sie sich mit irgendwas anderem begnügen. Notenblätter zum Beispiel. Wir hoffen sehr, dass ihre Tuba weg ist. Lieber lauschen wir dem Rauschen des Radios oder sogar dem süßen Klang der Stille. Hoffen wir, dass sie schnell zurückkommt, okay? Nein, noch kein Wasser. Wir haben zu wenig. Oder wir trinken jetzt alle, was wir an die Tochter weg ist, damit die das nicht mitbekommt.
Dumme Streitereien eskalieren so schnell und die Enge hier macht es nicht besser. Wir unterhalten uns und plötzlich streiten wir uns unentwegt. Hoffen wir einfach, dass wir das schnell überwinden. Okay, sie ist wieder da. Ist sie krank? Sie ist gesund. Wer hätte es gedacht? Dann hätte sie auch ruhig ein paar Vorräte mitnehmen können. So, wir konnten wir kaum schlafen. Okay. Er braucht was zu trinken. Er braucht was zu trinken. Er braucht was zu trinken. Alter. Unsere Stadt ist noch immer stark kontaminiert. Wenn wir diese Verhältnisse sammeln können, kann man strahlenkrank werden. Es ist also quasi nur die Frage, wen opfern wir fürs Gemeinwohl? Weil, wenn wir jetzt jemanden rausschicken, wird er krank werden und vermutlich sterben, weil wir keine Medizin haben. Aber wenn wir keinen rausschicken, werden wir sehr schnell verdursten. Der Junge schafft das schon. Der ist noch jung und gesund, der kriegt das hin. Den werden wir rausschicken. Die Kinder sind in letzter Zeit ganz zappelig. Sie vermissen es herumzurennen und zusammen in ihrem Zimmer zu spielen, auch wenn der Bunker viel kleiner als ihr Zimmer ist. Vor dem ist Tisch genug Platz für das Turm und Fangen spielen. Sollen wir sie spielen lassen? Ja. Die Laune hochhalten, bevor wir sie nach draußen jagen. Wow, wir haben eine Suppe bekommen. Und was ist mit Wasser? Jetzt braucht sie ja natürlich noch das Wasser. Bitteschön. Der kriegt das hin. Ich habe ganz vergessen, dass ich von der Aufnahme eben noch den Controller auf meinem Bein liegen hatte. Weil eben, als ich mit dem Controller gespielt hatte, ich hier kurz auf meinen Schoß gelegt und der ist jetzt gerade runtergefallen. Okay. Sieht gut aus. Wir haben aber auch nichts. Wir haben gar nichts. Nun sind wir wohl sicher, aber wir haben andere Probleme. Keiner von uns kann richtig schlafen. Achso, nee, für schlafen schon mal gar nicht. Ey, blöde Fliege. Man hat mir gesagt, dass man die Fliege mit der Maus wegmachen kann, aber die kriege ich nicht. Gibt kein Wasser gerade. Essen können wir übrigens für alle einmal. Wir können ihn kaum aus dem Weg gehen. Irgendein Geruch, als er einen Ziegel aus der Wand gelöst hat. Fürchterlicher Gestank aus der kleinen Öffnung. Ach, bin immer noch müde. Gerade von der Nachtschicht gekommen. Ja, was heißt gerade vor 3 Stunden von der Nachtschicht gekommen? Unbedingt bald schlafen. Ja, sehen wir nach, woher der Gestank kommt. Ich weiß nicht mehr, ob es was Gutes oder was Schlechtes war, danach zu sehen. Okay, wir haben noch eine. Stimmt, das war die tote Ratte. Aha, das hatten wir beim letzten Mal nämlich schon. Die hat die Dose nicht aufbekommen, aber wir haben die Dose. Aber jetzt wird's knapp. Ruf von Leuten in grünen Pyjamas, die an unsere Luke klopft. Hatten wir nicht erwartet. Aber genau das ist passiert. Sie behaupten, sie seien fröhliche Gefährten und wollen von den Reichen nehmen und den Armen geben. Wir sind ziemlich arm. Vielleicht können wir also ein paar neue Freunde finden. Sollen wir sie hereinlassen? Ich glaube, das hatten wir das letzte Mal schon, aber da hatten wir viele Sachen und deswegen hatten wir die Befürchtung, dass sie von uns klauen. Aber jetzt haben wir wirklich nichts. Wir haben quasi gar nichts. Vielleicht bekommen wir ja jetzt was.
Sie haben unser Wasser geklaut. Ha! Erwischt. Sie haben unser Wasser geklaut, unseren letzten Schluck, oder? Nee. Das Wörtchen war sehr freundlich. Sie bemerkten, dass wir kein Radio haben und überließen uns eins. Wo sie es her hätten, antworten sie, sie hätten es von den 1%. Okay. Okay, sie haben uns ein Radio gegeben. Okay, die Flasche wird einfach nur nicht mehr angezeigt, weil da halt echt quasi nichts drin ist. Ja, Telefon. Mary Jane geht mal ans Telefon. Hoffentlich kommt Timmy bald zurück. Mit Wasser. Die haben alle drei Hunger. Glaube ich, oder? Mary Jane hat keinen Hunger. Weiß nicht, was daraus passiert. Wir sollten mehr herausfinden. Vielleicht hat es ja jemand geschafft, in Sicherheit zu gelangen. Ein Radio wäre hilfreich. Ja, dann hören wir uns das mal an. Da klopft jemand an den Bunker. Konnte ein schwaches Signal empfangen. Die Notfalldurchsage der Regierung abhören. Jetzt ist es sicherer, die Oberfläche zu betreten. Okay. Ted hat keinen Hunger mehr. Wenn Ted nichts trinkt... Oh Mann. Oh Mann. Na gut, da können wir jetzt nichts machen. Wie sieht's hier aus? Okay. Bitte Wasser. Zwei Wasser und Medizin und eine Gasmaske und eine Axt. Halleluja. Timmy ist unser Held heute. Und er hat das Heft nicht mal kaputt gemacht, was ich eigentlich erwartet habe. Okay, Mary Jane braucht was zu trinken. Dolores braucht was zu trinken. Timmy braucht was zu essen. Machen wir uns für die nächste Reise schon mal bereit. Hier in diesem Bunker können anfangen zu überlegen, wie wir möglichst weit von diesem radioaktiven Ödland wegkommen. Ich hätte gedacht, dass die Rotten so ein schönes Viertel zerstören würden. Wir könnten das auf eigene Faust schaffen. Also das Wegkommen, nicht das Zerstören. Ja, aber da draußen könnte jemand sein, der uns helfen kann. Wir sollten die Augen und Ohren offen halten. Natürlich. Meine Güte, jetzt ist aber mal gut. Ich bin die ganze Zeit am Gähnen. So, Timmy sollte etwas essen. Okay, diesmal geht Dolores raus. Mit dem Gewehr. Mach's nicht kaputt, Frau. Timmy ist immer noch hungrig. Ja gut, Essen haben wir ja genug. Ich hätte gedacht, unsere liebe Mary Jane schreibt ein Tagebuch. Sie hat es aus irgendeinem Grund im Pfadfinderbuch in unserem Bunker versteckt. Wir wissen genau, was jetzt zu tun ist. Jeder von uns bekommt eine Rolle und das Tagebuch wird vorgelesen, oder? Okay. Warum nicht? Besser nicht, aber... Egal.
sehen auch alle schon so fertig aus. Lassen den ersten Satz. Da kam die Dunkelheit. Und der Schmerz. So viel Schmerz. Das Tagebuch ist verschwunden. Lass uns nie wieder darüber reden. Okay. Kein Hunger mehr. Timmy wurde verletzt? Wieso sehe ich das erst jetzt? Wie hat das sich dann... Oh mein Gott. Okay. Er schwimmt mit einem Fuß im Grab. Er braucht etwas zu trinken. Würde gerne etwas essen. Das hält der Junge durch. Also das kriegen wir schon. Er ist von einer Expedition zurückgekommen. Er sah gesund aus, aber offenbar hat er sich die Hand an einem rostigen Stück Metall verletzt. Und die Wunde hat sich entzündet. Es scheint nicht zu heilen. Wir müssen ihn verarzten. Was? Hä? Hey, Moment. Was ist mit der Axt passiert? Ich dachte jetzt dir... Moment. Timmy hat den Plan, seine Wunde mit einer heißen Axt zu säubern, sehr tapfer aufgenommen. Es war ein wenig schmerzhaft, hat aber nicht lange gedauert. Die Axt ist nicht mehr zu gebrauchen, aber Timmy scheint es viel besser zu gehen. Ich habe was ganz anderes erwartet, was wir mit der Axt machen. So ein Mist. Ich hätte die Axt lieber behalten. Ted hat Hunger. Timmy hat Durst. Mary Jane hat Durst. Aufmachen im Namen der Freiheit. Riefes, Falltour, wir wussten nicht, wer da für sich in Anspruch nahm, die Freiheit zu repräsentieren, aber wir konnten hören, dass es eine Gruppe von wahrscheinlich bewaffneten Leuten war. Jeder, der sich so vorstellt, plant wahrscheinlich, andere im Namen der Freiheit umzubringen. Sollen wir aufmachen? Muss nicht unbedingt sein. Könnten auch was Gutes wollen. Oder? Ich würde es gerne riskieren. Vielleicht sind die... Vielleicht hilft uns das weiter. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bringt uns das auch um. Scheiße. Wir können nicht auf Safe spielen. Wir können nicht auf Safe spielen, weil wir nichts an Ressourcen quasi haben. Wir haben nichts zu trinken. Sie haben uns ein Gewehr gegeben. Na also, seht ihr? Fremden Vertrauen ist immer gut. Ted hat Hunger. Timmy hat Hunger. Jane hat Hunger. Ich glaube, ich bin gerade in üblerer Verfassung als die drei da. Apropos, wo bleibt Dolores? War das eine Ratte? Ratten sind für gewöhnlich kleiner und Katzen sind für gewöhnlich kleiner als Katzen. Und zwei Schwänze? Dieses Vieh darf nicht an unsere Vorräte gehen. Mach mal das Vieh weg. Das war der Schuss. Sieht doch alles gut aus, oder? Unsere Dosen sind in Sicherheit. Dumm gelaufen für die haarigen Mutanten. Wir stehen wohl noch an der Spitze der Nahrungskette. Gut für uns. Heute hat nichts zu tun. Es gab wieder jemand an die Tür. Dolores ist schon ganz schön lange weg. Timmy ist verwundet, ja. Schläft immer wieder im Sitzen ein.
braucht Wasser, braucht Wasser, braucht Wasser. Es reicht sogar nur für zwei. Erstmal eine Portion hier. Einen Brief gefunden, der wohl von anderen Überlebenden stammt. Sie behaupten, dass sie uns nichts tun und uns besser kennenlernen zu wollen. Wir sollen einen Vertreter auswählen und ihn heute Nacht unbewaffnet zu einem Treffen schicken. Wir sind etwas besorgt, aber vielleicht sind sie ja nett. Sollen wir hingehen? Wir risken es einfach. Wir haben schon so auf Risiko gespielt und wurden bis jetzt immer belohnt. Da werden wir jetzt wahrscheinlich fertig gemacht. Aber Timmy ist noch da. Timmy braucht Wasser sofort. Nee, Jane braucht Wasser. Rein, wenn man logisch nachdenkt, macht es eher Sinn, ihr Wasser zu geben als ihm, weil er sogar noch verletzt ist. Oh Gott. Als wir unseren Eimer von dem Bunker ausleerten, entdeckten wir eine hastig gezeichnete Karte an einer der zerstörten Mauern. Irgendjemand hat eine Route eingezeichnet und den Endpunkt markiert. Vielleicht sind dort Vorräte versteckt. Sollen wir nachschauen? Klar. Vielleicht bekommen wir ja jetzt Wasser. Ist das Dolores? Dolores ist wieder da. Und sie hat kein Wasser dabei. Sie hat... Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Sie hat nur Karten mitgebracht. Und das war alles. Ich habe ihr ein Gewehr mitgegeben. Nee, das ist nur das, was Timmy mitgebracht hat. Sie hat gar nichts mitgebracht. Im gestrigen Charadespiel kam heraus, dass Mary Jane Anti-Establishmentarismus nicht buchstabieren kann. Was Dolores sehr enttäuschte. Sie besteht darauf, dass Mary Jane Haus oder besser gesagt Bunkerunterricht bekommt. Achso, okay. Ich bin schon mit dem Kopf komplett weg. Ich werde mich nach der Aufnahme auf jeden Fall hinlegen. Aber ist jetzt schon bei Tag 22. Wo ist Timmy? Oh mein Gott. Der Wassermangel hat Timmy verrückt gemacht. Er hat die Bunkertür geöffnet und ist ohne einen Blick zurück weggelaufen. Er kommt wohl nicht wieder. Sie ist auch nicht mehr in der Verfassung zu gehen. Das heißt, wir werden Ted losschicken. Auch wieder mit dem Gewehr. Das ist nicht gut, was hier läuft. Wasser wäre eine gute Idee, aber... Aber Wasser haben wir keins. Taschenlampe haben wir auch keine. Das wird nicht gut enden. Ich brauche was zu trinken. Dolores hat immer noch Hunger. Wirkner heruntergekommen wirken. Der Händler besuchte uns und hatte einen ebenso lottrigen Sack. Ganz ehrlich, hier ist so schon alles am Arsch. Da geben wir ihm die Suppe und bekommen halt die Scheißkatze. Ja, komm, Scharikow. Das ist mir so... Oh Gott. Hauptsache, die Katze ist da.
Mary Jane macht's auch nicht mehr lange. Oh mein Gott, ja, Mary Jane ist tot. Was ist mit Ted passiert? Wir kriegen das hin, selbst in Toronto. Die Frage ist, wo wir ein Boot herkriegen, um dorthin zu gelangen. Wir haben gehört, dass man so am besten nach Europa kommt. Der Zugang zu unserem Haus war durch Betonhindernisse versperrt. Ein kleiner Zug schwer bewaffneter Soldaten patrouillierte in der Nähe. Wir hielten sie für unsere Rettung, doch sie nahmen uns einfach alles weg und trieben uns ins Ödland. Aber jetzt sind wir wohl Jäger und Sammler, wie in den guten alten Steinzeittagen. Weil Jane herausfand, dass sie kein Wasser bekommen wird, wurde sie wütend und stürmte ins Ödland hinaus und schrie, dass wir es bereuen werden. Sie käme schon irgendwie an Wasser. Wir haben gerade wirklich Angst. Jane tot. Wir haben es nicht geschafft. Das sind unsere letzten Worte. Jedem, der das hier liest, raten wir unleserliches Gekritzel. 28 Tage. Wir hatten so dermaßen Wasserprobleme. Okay, also der schwere Schwierigkeitsgrad, die Zarbombe, die hat es ganz schön in sich. Aber, ganz ehrlich, das ist alles einfach nur das Problem, dass ich nicht genug Wasser eingepackt habe. So eine Scheiße. Okay, beim nächsten Mal werde ich nochmal den normalen Schwierigkeitsgrad probieren und dann wird es hoffentlich besser klappen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es doch in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Und seht ihr das auch? Achso, warte. Ist das Absicht? Ja doch, hier steht auch 12, 12, 22, 22. Ich dachte gerade schon 24, 25, 25. Ich bin schon komplett fertig. Ich bin komplett fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Video hier auf Mutsum LP. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Du wurdest vertrieben. Ja, und das ist der letzte Überlebende. Na gut, bis dann.